Es fühlt sich eigentlich schon fast falsch an, diesen Dreckskanal wieder in Angriff zu nehmen. Allzu gut, ey. Ab nach Mike Onos. Was läuft? Was läuft? Diego! Ey, du bist komplett überbelichtet, weil du zu weiß bist. Kannst du auch ein bisschen braun werden, komm ich ins Video. Das kommt auf keinen Fall. Ich bin Sydney, auch ein nicht gesehener Gast auf diesem Kanal hier. Sydney, erzähl mal ein bisschen was über dich. Hallo, ich bin Sydney. Amar, fühl dich hier wie zu Hause. Kollegen von mir hier waren unterwegs. Ja, was machen wir gerade? Weißt du? Wir saufen jetzt noch mies in den Rand. Ich melde mich dann mit dir. Wie erwartet haben wir den ersten Abend genutzt, um ordentlich zu arbeiten. Sascha. Entschuldigung, ich versuche hier gerade Sprachmenüs zu senden. Amar, ich sehe da drüben, bist auch dich gerade am Abschuften, oder? Meine Güte, Digga, überarbeite dich bitte nicht. Nee. Hä? Ich fühl dich. Warum? Weil das schön ist. Ich mag die Luft. Liebe Leute, in diesem Sinne. Er kam um 3 ins Zimmer, legt sich neben mich, macht den Föhn an. Ich denk so, der prankt mich. Oh nee, bitte nicht. Bitte nicht. Was soll das jetzt? Deine Erwartungen an den Urlaub in 3, 2, 1. Erholung. Ich bin raus. Deine Erwartungen an den Urlaub. Deine Erwartungen an den Urlaub. Richtig neue, geile Freundschaften schließen. Kannst du es vielleicht doch rausschneiden? Deine Erwartungen an den Urlaub. Ich habe seit 3 Stunden Durchfall. Möglichst viele weibliche. Miki hat sich, glaube ich, gerade 1,2 Kilo Sonnencreme auf die Haut geschmiert. Dir geht's überhaupt nicht gut, oder? Nee, mir geht's nicht. Du siehst doch gar nicht gut aus, Miki. Männer. Ime. Meralos. Meralos. Malakas. Malakas. Gute Lebenseinstellung. Ja. Ja. Max? Ja? Ja. Also Revi, Digga, ich würde es noch feiern. Würdest du hier noch an jedem Finger einen Ring machen, weil es einfach fresher kommt. Wir fahren jetzt in die Stadt, genau. Ja. Dann kannst du dir deine Haare noch mal heller machen. Jo, Leute, das war's mit dem Shopping-Blog. Wir sehen uns. Ich hab mir insgesamt für 2... Und heute Abend gehen wir zu dem Mann, der sich Salz auf seinen Ellenbogen schüttet, richtig? Richtig, der macht das von seinen Ellbogen aufs Fleisch, damit du halt ein bisschen Ellbogen hast. Ich hätte es nicht gedacht, aber in Griechenland auch auf Ehre unterwegs, haben tatsächlich im Angebot so veganes Souvlaki. Ich bin sehr gespannt, wie das schmecken wird. Und natürlich Alpha-Bier, ganz wichtig und richtig hier auch für den Pegel. Max ist auch schon im guten Pegel angekommen und ein Bier, sehe ich anders. Hast du auf einmal macht Ding? Ja, ich hab das unterschätzt. Was sagst du jetzt dazu, dass du jetzt einfach aus dem Nichts plötzlich mal einfach 6.000 Euro ausgegeben hast? Das schiebt aber ganz. Sydney, wie ist die Lage? Super. Ich werde nicht kotzen, mir geht's super. Ey, Max, ganz kurz. Wie war das jetzt gestern, deine ersten Homo-Erfahrungen zu machen? Das weiß ich auch nicht, Alter. Das ist ein riesiges Missverständnis. Sind alle am Tisch und plötzlich neben Max sind halt hier so ein paar Schwule, ne? Die nennen Max plötzlich einfach Sancho und tanzen den so an und so. Is your love tonight? Alles klar. Ich glaube, der Typ, der den angetanzt hat, das warst du, oder? Oh, guck mal, von hier unten ist eine geile Perspektive. Jungs, super geile Perspektive. Hey, auf dem Schiff gegenüber sind heiße Tryhards. Hast du schon gesehen? Heiße Tryhards? Guck mal, heiße Tryhards. Mann über Bord! Mann über Bord! Es ist Mann über Bord! Seine Gucci-Sonnenbrille! Nein! Seine Gucci-Sonnenbrille! So blöd! So Leute, 10 Minuten später, wir sind alle hier nüchtern! Yeah! Wir sind nüchtern! Ja! Ich hab den Text vergessen. Man muss die Toilette auf diesem Boot ja gar nicht benutzen, weil man kann ja auch einfach easy ins Meer kacken. Das Zeug aus der Toilette landet eh im Meer. Alter, jetzt stinkt ja übertrieben nach Kanalisation. Es stinkt nicht. Sascha hat schon Kopf und Durchfall. Boah, Digga, es stinkt hier so. Was stinkt denn hier so? Alter. Gib mir einen Achtzig, einen High Five, Mann. Amar dreht durch. Nein, ich bin heute endlich angekommen. Lass mich bitte einmal wieder High Pfeifen. Amar dreht durch. Ach komm. Okay Leute, zusammengefasst über den Urlaub kann man folgendes Resümee ziehen. Miki hat sich einfach
die Dienstete bestellen lassen, damit die seinen Koffer packen, während er sich föhnt, damit die dann zu ihm kommen und ihn fragen, ob das T-Shirt seins ist. Schüchtern. Du bist die Jess? Ich bin die Jess, bin 28 Jahre und komme aus der Schweiz. Und bei dir schiebt's ganz anders, oder? Ich schieb's ganz anders. Da kannst du dich selber angucken, um zu sehen, wie hässlich du bist. Nach 3 Stunden hat sie es endlich geschafft, sich fertig zu stylen. Es ist unglaublich. Über euch hängt einfach ein nackter Typ. Ich hab den Schüttelmeitel. Sag mal, wie findest du den Schüttelmeitel, sag mal ehrlich? Feucht. Okay. Alles klar, das ist auch eine Rückmeldung auf die Frisur, die man bekommt. Ja, liebe Leute, was soll ich sagen? Einfach nur wow, was hier passiert ist. Ich muss einfach immer wieder sagen, in solchen Momenten merke ich einfach, Digga, das ist für mich der geilste Job, den ich haben kann. Ich hoffe, euch war der Content auch enjoyable. Und ich wollte einfach nochmal Danke sagen, dass Spasten wie wir so ein Leben leben dürfen. Zurück in Germany! Wetter übertrieben Scheiß! Ich hoffe, das Video hat euch nicht gefallen, Leute. Endlich mal wieder ein scheiß FLOG. Wenn es der Fall ist, dann schallert den Daumen jetzt im linken oberen. Is your life tonight durch. Wisst ihr was? Scheiß drauf.